16. Januar. Unverdiente Gnade. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Römer 5, Vers 20. Errettung geschieht nicht durch Konfirmation, Kommunion, Taufe, Gemeindemitgliedschaft, Gemeindebesuch, das Halten der 10 Gebote oder den Versuch, sein Leben nach der Bergpredigt auszurichten. Auch wohltätige Spenden oder der Glaube an die Existenz Gottes vermögen uns nicht zu retten. Ein hoher moralischer Standard oder ein ehrbares Leben helfen da auch nicht weiter. Es nützt nicht einmal etwas, wenn wir meinen, wir seien Christen. Errettung gibt es nur für diejenigen, die Gottes großzügiges Gnadengeschenk im Glauben annehmen. Die Hölle wird voll sein mit Menschen, die es auf einem anderen Weg versucht haben. Der Apostel Paulus sagte, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 5, Vers 20 bis 21. Das Erste, was das Evangelium bereitstellt, ist die Gnade. Sie kann weder erworben werden, noch haben wir sie verdient. Dr. Donald Gray Barnhouse sagte, Liebe, die nach oben gerichtet ist, ist Anbetung. Liebe, die sich nach außen richtet, ist Zuneigung. Liebe, die sich erniedrigt und beugt, das ist Gnade. Gott hat sich erniedrigt, um uns Gnade schenken zu können. Nimmst du sie an?